Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu einem neuen Bastelvideo. Wir basteln heute mit ganz neuen Sachen, nämlich mit den Otter-Sachen. Die könnt ihr euch ins Starter-Set reinlegen, denn das gibt es bis jetzt nur für Demonstratoren. Und es ist ein Designerpapier, Stempelset, Stanzformen, eine schöne Schnur. Und natürlich Verzierung, also eine Produktreihenkollektion. Und die gibt es für Kunden erst ab November. Und wir eben können das schon jetzt bestellen. Deswegen lade ich dich wieder dazu ein, in mein Team reinzuhüpfen und als Demo mitzumachen. Dann kannst du dir die Sachen auch gleich reinlegen. Und die Starter-Set-Aktion blende ich dir jetzt noch mal kurz ein. Da habt ihr den Vorteil, dass der freie Wert für Waren auf 214 Euro angehoben ist diesen Monat statt 175 Euro. Also da habt ihr jede Menge Platz reinzustopfen und wir basteln. Eine Verpackung für eine Tuchmaske habe ich gefunden in meinem Körbchen, wo ich so allen Krimskrams aufbewahre. Und da ist eben diese schöne, putzige Otter-Tuchmaske rausgehüpft und passend dazu werkeln wir da jetzt eine Umverpackung. Ich orientiere mich an den Farben vom Designerpapier. Das heißt, ich nehme jetzt hier ein Stück Pfauengrün. Und da brauchen wir jetzt einmal ein Stück Designerpapier, Farbkarton mit der Länge von 22 cm. Und das Falzen, eine Breite von 9,5, sollte man vielleicht dazu sagen. Und das falzen wir jetzt an der langen Seite bei 7 cm. Und dann brauchen wir noch ein Stück, das ist 16 cm lang. Die 16, die ist hier genau am Strich. Und auch eine Breite von 9,5. Und das falzen wir aber auf der langen Seite nur bei einem Zentimeter. Das gibt quasi eine Klebelasche. So, dann brauchen wir zum Verzieren ein Stück Designerpapier. Ich würde hier eher was Ruhigeres nehmen. Ich nehme hier von diesem Teil die Rückseite mit diesem Wassermotiv. Und da brauchen wir 14,5. Mal 9 cm. So, das ist das. Jetzt können wir hier einmal doppelseitig Klebeband anbringen auf die Klebelasche. Nehmen wir einen Papierfalter, falzen uns das hier gut nach. Und hier das genauso. Das gibt hier quasi nur so eine Umklapplasche, nenne ich es mal. Und dann kommt es jetzt hier unten dran. Und dann ist es so schön geschlossen. Und hier kommt dann jetzt das Designerpapier drauf. Bevor wir das kleben, möchte ich allerdings diese obere Lasche, habe ich mir gedacht, einfach noch ein bisschen prägen. Dann nehmen wir die 3D-Prägeform Farm. Das heißt, ihr legt diese Lasche in die Stanz- und Prägemaschine ein. Am besten so rum, denn dann könnt ihr das da so durchkurbeln. Also nicht, dass es umgeklappt ist, sondern einfach der Länge nach rein. Schwuppdiwupp. Dann sieht die Lasche eben schon mal so aus und das Ganze hat einfach mehr Tiefe, wie wenn das jetzt nicht geprägt wäre. Also, da kleben wir jetzt unser Designerpapierstück hier drauf. So,
Und dann habe ich jetzt aus dem Designerpapier an sich mit den Stanzformen schon mal ein Otterpärchen rausgestanzt. Das hier. Die da so schön schmusen. Und da dachte ich mir, die tun was für sich. Und noch einen kleinen Baumstamm. Und verschiedene Ranken, die hier drin sind. In Lagunenblau und Aquamarin. Und dann aus dem Designerpapier. Hier von der Rückseite. Da ist wie so ein Stein. Motiv. Noch ein paar Steine. Und das arrangieren wir jetzt uns einfach mal. Jetzt nehmen wir mal den Baumstamm und setzen die Otter hinter den oder auf diesen Baumstamm da drauf. Und dann können wir die Steine nehmen. Und da auch einfach mit einem Dimensional und der kann ja hier an der Seite da so ran. Und da drüben machen wir das auch eher so dreidimensional. So, und dann kleben wir hier noch so ein paar von diesen Zweigen irgendwie als kleinen weiteren Hingucker. Ich glaube, mehr machen wir gar nicht. Das ist dieses putzige Otterpärchen. Jetzt nehmt ihr euch ein Stück noch in Pfauengrün für den Spruch. Hey du, entspann mal wieder. Den Heiß prägen wir uns. Unseren Stanzmonst sehen mit der Etikett-Handstanze oder der Stanzform, was ihr habt. Das ist ja dieses Paket, wo man sich aussuchen kann, was man nimmt. Den Spruch aus. Und dann können wir uns an die Fertigstellung dieser Verpackung machen. Und zwar hätte ich gesagt, kleben wir den Spruch hier mit Dimensionals auf die untere Seite und unsere Otterchen auf die obere Seite hier. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir es nur oben befestigen. Ich orientiere mich jetzt einfach an dieser Steinkante, dass ich da bündig bin. Und jetzt nehmen wir uns noch was von dem schönen, von der schönen Schnur. Und wickeln die da noch zwei, drei Mal rum, machen ein Schleifchen oben. Und hier vorne kann man noch ein bisschen von diesen tollen Steinen was drauf machen, die ja da auch super dazu passen. So. Und dann darf unsere Tuchmaske hier eingelegt werden. Wir klappen das zu, klappen das um. Und fertig. Also das könnt ihr natürlich hier auch um die komplette Verpackung drum binden, damit es zu bleibt. Also das quasi erst am Ende zuschnüren. Oder ihr nehmt Mini-Klebepunkte. Klebt hier an den Ecken zwei Mini-Klebepunkte hin. Die sind ja relativ leicht wieder ablösbar. Und dann könnt ihr das so auf und zu machen. Aber ja. Das ist meine Inspiration zu diesen brandneuen Sachen. Wie gesagt, hüpft gern in mein Team rein, bestellt ihr das gleich, bevor es vielleicht zum Start im November gar nicht mehr erhältlich ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, pfiati, deine Christine.